Leute, nur noch wenige Stunden, bis wir endlich wieder zu Hause sind. Beziehungsweise einige von euch sind sogar das erste Mal in World of Warcraft unterwegs. In diesem Video zeige ich euch mal meine 12 Einstellungen, welche ich direkt nach dem ersten Login anpassen werde. Wie schon erwähnt, ist das Video eher an Anfänger gerichtet. Schaut es euch aber trotzdem sehr gerne bis zum Schluss an und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr direkt am Anfang einstellt. Das erste, was ich tue, ich drücke die ESC-Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen und klicke anschließend auf den Punkt System, in dem ihr alle Einstellungen rund um Ton, Sprache und Grafikeinstellungen findet. Bei letzteren beginnen wir auch direkt. Hier stelle ich erstmal den allgemeinen Regler der Grafikqualität auf meine Anforderungen ein. Das ist jetzt aber natürlich von eurem Computer abhängig. Wenn ihr unten links auf den Knopf Standard drückt, sind die für euren Computer empfohlenen Optionen eingestellt. Mit den Umgebungseinstellungen könnt ihr dann noch einfach die Details des Bodens wie Gräser etc. für euer Anliegen anpassen. Spielt da einfach mal ein bisschen rum. Anschließend geht es bei mir weiter mit den Soundoptionen. Hier stelle ich erstmal die Gesamtlautstärke etwas runter, da die Lautstärke in Kombination mit meinem Headset oder vielleicht auch empfindlichen Ohren deutlich zu laut ist. Da ich zudem noch sehr oft mit der Windows-Taste das Spiel verlasse, setze ich bei Sound im Hintergrund keinen Punkt, da sonst der Ingame-Sound übertragen wird. Kann allerdings auch manchmal sinnvoll sein, wenn ihr in einem Gebiet steht, wo ihr von Mobs oder der gegnerischen Fraktion angegriffen werden könnt, so hört ihr zumindest, wenn euch jemand attackiert und könnt mit gut Glück noch rechtzeitig handeln. Jetzt bin ich im Reitersystem auch schon durch und gehe direkt zum Punkt Interface. Hier gibt es jetzt die Schnellblünder-Option, dadurch wird jedes Mob komplett geblündert, ohne dass ihr die jeweiligen Items separat anklicken müsst. Ich lasse diesen Haken aber raus und mache das mit der Standard-Tastenkombination Shift plus Klick. Im Reiterkampf aktiviere ich direkt die Option Ziel des Ziels, damit ich sehe, wen mein Gegner ins Target genommen hat. Im Reiteranzeige aktiviere ich die automatische Questtextanzeige. Das bedeutet, wie ihr auch gerade schon im Hintergrund sehen könnt, dass der Questtext nicht langsam aufgeht, sondern man direkt die komplette Aufgabe lesen kann. Zudem entferne ich den Punkt Tutorials anzeigen, da ich einfach das ganze Gefühl schon ein paar Mal gemacht habe. Wenn ihr das allerdings aktiviert habt, werden euch unten immer in Form eines Ausrufezeichens ein paar Basic Tricks angezeigt. Jetzt wird noch schnell der Schimpfwortfilter deaktiviert, um anschließend direkt beim Oberpunkt Aktionsleisten anzukommen. Dort kann man sich, wie der Name auch schon sagt, 4 weitere Leisten einblenden lassen. Ich aktiviere sogar noch den Punkt Leisten immer anzeigen, da mich das Raster nicht stört. Außerdem aktiviere ich noch den Punkt Zahlen für die Abklingzeit anzeigen. Es gibt natürlich noch das Addon OmniCC, welches ich euch auch in meinem Addon Guide vorgestellt habe. Mit diesem lässt sich das Ganze dann noch optisch um ein ganzes Stückchen verfeinern. Beim Punkt Kamera, ganz wichtig, den Verfolgungsstil auf niemals einstellen, sonst schwenkt die Kamera beim nach hinten drehen immer wieder automatisch zurück. Besonders nützlich, wenn ihr von einem Gegner verfolgt werdet und dabei nicht die linke Maustaste halten wollt, um euch umzudrehen. Zu guter Letzt stelle ich noch kurz ein paar Tastaturbelegungen ein. Versucht euch am besten direkt das Klicken abzugewöhnen bzw. gar nicht erst anzugewöhnen, um so gut wie jede Fähigkeit, die ihr etwas öfter benutzt, von Sekunde 1 auf eine Taste zu legen. So seid ihr im Kampf deutlich flexibler und müsst nicht jede zweite Fähigkeit klicken. Wenn ihr zudem gerne mal die Führung eines Dungeons übernehmt, könnt ihr bei Zielmarkierungen euch ganz einfach die jeweiligen Markierungen wie Totenschädel, Mond, Stern und so weiter auf Tasten legen, dann müsst ihr das nicht immer via Rechtsklick auf das Gegnerporträt machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch mega gerne ein Däumchen und ein Abo da, oder wie mein orkischer Freund sagen würde, ich beschäftigt, mich in Ruhe lassen.